Und im Folgenden gehen wir nämlich jetzt weiter. Wir haben jetzt über die Biomechanik viel erfahren. Wir haben über die Diagnostik im Sinne der morphologischen und der funktionellen Diagnostik erfahren. Und ich darf im Folgenden mich ein wenig auf den Kammerwinkel stürzen. Ich bin fast auf dieser ARD nur auf den Kammerwinkel fokussiert, nachdem wir gestern schon auch unser Winkelblock-Symposium hatten. Und möchte Ihr Augenmerk tatsächlich nochmal auf den Kammerwinkel richten. Und Sie wissen alle, dass die Untersuchung des Kammerwinkels eine Conditio sine qua non ist. Darf ich fragen, das fand ich sehr schön, Frau Kubitz, auch, dass Sie so ein bisschen versucht haben, ein Stimmungsbild abzufragen. Sie machen alle eine Gonioskopie, davon gehe ich aus, im klinischen Alltag. Wunderbar. Denn es gibt natürlich auch Leitlinien von der DOG, die 15a und auch die 15b, die ganz klar sagen, dass Sie letztendlich im Rahmen der Erstdiagnose, also wenn Sie einen Patienten haben, eine Gonioskopie durchführen müssen. Das bedeutet eigentlich, wenn Sie zum Beispiel einen 60-jährigen Patienten haben und Sie haben alle diese Fragen, nicht, ist es vielleicht ein Normatoglokkom oder nicht, oder wie sieht das aus mit den Untersuchungen, müssen Sie eine Gonioskopie durchführen. Sie alle wissen das, nicht? Sie, wenn Sie ein Dreispiegel-Kontaktglas nehmen, nicht? Da brauchen Sie Gel, Sie müssen betäuben, es ist unkomfortabel, es ist zeitraubend und es wird letztendlich nicht bezahlt. Wie macht man am besten die Gonioskopie? Wie lernt man das? Es ist aus meiner Sicht wirklich etwas, was man lernen muss, so wie man natürlich auch alles lernen muss. Und als ich anfing, ich darf da auch mal ein bisschen plaudern, als ich anfing, Augenheilkunde zu lernen, dann habe ich nicht 1000 Textbücher gelesen, sondern ich habe einfach Atlanten gewälzt, nicht? Weil es einfach so ein tolles Fach ist. Und ich finde es ein Privileg, Augenheilkunde machen zu dürfen. Und ich habe einfach Bilderbücher angeguckt, nicht? Und um einfach diesen Eindruck zu bekommen und meinen Blick zu schulen. Mitbeobachter mit einem erfahrenen Gonioskopeur, nicht, das geht einfach darum, ein Aussetzen des Glases, was ist die normale Anatomie, wie sind die Variationen, wie sind die Pathologien, dann lernen in einer Gruppe und es wird gesagt, dass man ungefähr 1000 Erwachsene untersucht haben muss und ungefähr 500 Kinder, dass sie wirklich sagen können, jetzt weiß ich Bescheid, ich bin wirklich erfahren. Und die Gonioskopie aus meiner Sicht gehört einfach zur vollständigen Untersuchung dazu. Sie gibt uns die wichtigen Informationen, sie hilft bei der Pathogenese. Sie ist Voraussetzung für die Diagnose, ganz eindeutig, und sie ist Voraussetzung dann natürlich, weil vor die Therapie kommt immer die Diagnose, dann auch Voraussetzung für die Therapie. Ich darf so ein bisschen ausholen, einfach, dass Sie mal sehen, wie sich das entwickelt hat. Ich mag das einfach zurückzuschauen, wenn ich mir überlege, in 50er Jahren hat man noch mit Armheben so ein bisschen beatmet, wenn man sich mal vorstellt, wie sich unsere Medizin und auch in der Augenheilkunde gravierend entwickelt, so finde ich, lohnt es sich mal ein bisschen zurückzublicken, dass man auch wertschätzt, was man heute hat oder dass man auch erkennt, dass wirklich wieder ein Quantensprung entstanden ist. Hier sehen Sie die Entwicklung der Glaukomchirurgie, 1857 angefangen mit von Gräfe bis dann zur modernen Mixchirurgie. Und das ist jetzt parallel dazu die Entwicklung der Gonioskopie. 1907 Trantas, die erste direkte Indentationsgonioskopie. Salzmann, Sie kennen Salzmann von der zum Beispiel Salzmann-Nodules oder von der Salzmann-Basis, nicht die anatomischen Verhältnisse dort. Die erste Kontaktlinse eingeführt. Dann das Köppeglas, das viele von Ihnen vielleicht noch kennen, mit Spaltlampe. Dann Troncoso hat ein beleuchtetes monokulares Gonioskop eingeführt. Das ist natürlich teilweise alles Entwicklung, die wir heute nicht mehr verwenden, aber nur einfach mal zu zeigen, dass hier am Anfang des letzten Jahrhunderts relativ viel passiert ist. Thoburn hat dann als erster den Kammerwinkel fotografiert, das war 1927, das merken Sie sich einmal. Und Otto Bakan haben wir es zu verdanken, dass wir den Begriff des Offenwinkelglaukoms haben. Der ist nämlich gonioskopisch bedingt. Der hat gonioskopiert, hat gesehen, der Kammerwinkel ist offen, da ist der Sehner verändert und das war die Geburtsstunde letztendlich des Offenwinkelglaukoms. 1936. Und alle kennen Sie nicht persönlich, aber Hans Goldmann natürlich, der das Dreispiegel-Kontaktglas eingeführt hat, welches ja heute noch in einem täglichen Gebrauch ist. Und Lee Allen hat dann 1954 das Gonioprisma eingeführt, welches wir ja letztendlich heute in der Kammerwinkelchirurgie in verschiedenen Modifizierungen brauchen. Und dann ist nichts passiert. Keine Änderung. Dreispiegel-Kontaktglas und alle Generationen haben gonioskopiert. Und jetzt haben wir aber tatsächlich eine Möglichkeit, ein Verfahren anzuwenden mit einem Imaging des gesamten Kammerwinkels. Und ich persönlich bin überzeugt, dass das wirklich ein gewisser Quantensprung ist in der Diagnostik. Wenn Sie mal überlegen, Sie haben wunderbar die OCTs gesehen, Sie haben das Corvis gesehen, was ist alles an Bildgebung für alle
Strukturen des Auges gibt, aber der Kammerwinkel war immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wir ja letztendlich da sitzen und konioskopieren und da brauchen wir eigentlich nichts dafür. 1927 die Fotografie und seit 2018 das Gonioskop GS1. So sieht es aus. Es erlaubt die Aufnahme des Kammerwinkels in 16 Positionen innerhalb von 16 Sekunden. Das ist ein Rotationsmechanismus. Und Sie kriegen pro Position 17 Fokusebenen. Das ist relativ, nicht nur relativ wichtig, das ist absolut wichtig aus meiner Sicht. Und Sie bekommen ein 360-Grad-Panoramabild. Und entscheidend ist, dass Sie nicht wie bei der Gonioskopie auf das Auge richtig drücken, sondern Sie haben ein sogenanntes Fluid Bridging mit diesem 16-Spiegel-Gonioglas. Und das sehen Sie gleich im nächsten Bild noch einmal, kommt ein bisschen später. Hier nochmal die 17 Fokusebenen, wie gesagt, in einer Sekunde für die 16 Positionen. Und wenn Sie nochmal zurückgehen in die Kammerwinkelfotografie, die ich natürlich auch mache im klinischen Alltag, wenn ich etwas dokumentieren möchte und es danach auch nochmal angucken möchte, dann passiert es Ihnen, dass Sie nicht richtig den Fokus gewählt haben. Sie haben irgendwelche unscharfen Bilder, Sie müssen die Passetten wieder herholen und eine neue Aufnahme machen, dass Sie dann letztendlich eine scharfe Aufnahme des Kammerwinkels haben. Was Sie aber hier sehen, ist nur ein klitzekleiner Ausschnitt dieser Stelle, die Sie interessiert. Hier sehen Sie jetzt, wie das Gerät letztendlich danach es ermöglicht, die Ebene auszuwählen, die Sie interessiert, die scharf ist. Nicht? Wenn Sie zum Beispiel solche Implantate haben, dann kann es Sie ja interessieren, dass Sie den Kopf scharf haben möchten oder Sie möchten knapp dahinter ein paar Mikrons das Bild scharf haben. Das können Sie jeweils aussuchen, wie Sie es möchten. Und was Sie hier sehen, aus meiner Sicht, ist einfach die Qualität und die Auflösung dieser Aufnahme. Das ist nicht irgendwo ein Suchbild, sondern das ist wirklich eine hohe Auflösung. Sehen die Melaningranular. Ich habe hier auch so einen Zeiger, nicht? Nicht, hier ist Herr Schwalbe, Sie sehen hier die Melaningranular im Kammerwinkel. Also das ist wirklich eine Qualität und Sie stimmen mir sicherlich zu, genauso als wenn Sie ein Glas aufsetzen und direkt gonioskopieren. Hier noch einmal ein anderes Bild. Noch einmal, Sie sehen hier oben die Schwalbelinie, hier ist der Skleralsporn, dazwischen das Trabekelmaschenwerk und die aufgelagerten Melaningranular. Wie gesagt, an 16 Positionen, jeweils 17 Fokusebenen und das Ganze dauert 16 Sekunden in der Aufnahme, also relativ schnell, sodass Sie am Ende dann eben einen 360-Grad-Panoramabild des Kammerwinkels erhalten. Die Untersuchung geht wirklich sehr gut. Sie haben die Möglichkeit hier, Sie sehen das einmal im Bildschirm abgebildet, die richtige Positionierung und den richtigen Abstand zu bekommen. Das Gerät zeigt Ihnen an, wann Sie das erreicht haben. Und hier sehen Sie nochmal, was ich eben schon erwähnt hatte, dieses Fluid Bridging. Das bedeutet, Sie haben ein Gel, welches letztendlich dann dieses 16-Spiegelkontaktglas auf der Augenoberfläche ankoppelt. Meines Erachtens ist es deswegen wirklich ein Gerät, welches von großem Interesse für uns ist, weil es eine vollständige Dokumentation des gesamten Kammerwinkels erlaubt. Es ist also nicht nur immer ein Segment, welches Sie anschauen und dann dokumentieren, sondern Sie haben auf einen Blick die gesamte Übersicht. Sie haben hier einmal dargestellt einen Ausdruck und Sie sehen dann hier immer die Positionen, die hier gemeint sind, 1 und 2, 3 und 4 und so weiter und so fort. Und wenn Sie das dann sich nochmal groß darstellen, dann sehen Sie hier zum Beispiel einen Zustand nach Cypass-Implantation und Sie sehen, Sie können es wirklich gut dokumentieren. Und was Sie zum Beispiel hier nur als Beispiel sehen, wir sehen ja sehr viele Cypass-Patienten, gerade wenn sie im Brandenburger Raum arbeiten, mit der Zeit, die haben alle Vordrosynergien. Die entwickeln im Wesentlichen alle Vordrosynergien. Sie können also im Verlauf tatsächlich wirklich sich anschauen, tut sich da was, ändert sich da was. Das ist meines Erachtens dann, wenn man Trabekelchirurgie macht, ganz wichtig, dass wir uns auch Rechenschaft darüber abgeben, was passiert da eigentlich mit dem Auge. Wenn Sie nur eine Gonioskopie machen und Sie schreiben dann auf, Cypass in loco, keine Vordrosynergie, und Sie gucken 2 Jahre später nach, dann könnten Sie vielleicht unsicher werden und sagen, war da jetzt wirklich keine und habe ich da keine gesehen oder habe ich die übersehen? Ich denke, dass das ganz gut ist, wenn man tatsächlich das Bildmaterial hat. Und ein anderes Beispiel nochmal, hier unten links haben Sie die Implantation der iStent-Technologie. Und wie gesagt, ich halte jetzt keinen Vortrag über Trabekelchirurgie, aber was Sie hier natürlich ganz klar sehen können, die Dinger sitzen einfach nicht gut.
Nicht? Und wenn Sie jetzt keine erfolgreiche Drucksenkung nach Eisstent-Implantation haben, dann muss der erste Blick in den Kammerwinkel gehen und Sie müssen überblicken, ob die Implantate richtig sitzen. Sitzen die nämlich falsch? Und ich kann Ihnen sagen, selbst ich habe wirklich viele implantiert und die sitzen alle nicht perfekt. Aber wenn sitzen sie einfach richtig falsch, dann können Sie zum Beispiel den Patienten sagen, jetzt nehmen Sie mal einen anderen Chirurgen, dann werden die richtig implantiert und dann können Sie es nochmal machen. Also ich bin kein Freund von Kammerwinkelpiercing, aber in dem Fall können Sie tatsächlich dann nochmal empfehlen, das durchzuführen. Und nochmal die Bedeutung dieser 17 Fokusebenen, nicht? Das sehen Sie hier, nicht? Sie haben vielleicht eine Fotografie gemacht, aber Sie haben die falsche Fokusebene gewählt. Jetzt sollte das da eigentlich durchgehen. Ach, das haben die rausgenommen. Guck mal, die Schlingel. Jetzt mache ich das selber. Nicht? Dann sehen Sie, dass Sie die Fokusebene wählen können, bis Sie tatsächlich an der richtigen Stelle sind. Sie können das, wie gesagt, als Ringübersichtsaufnahme bekommen. Nicht? Dann sehen Sie hier wunderschön die Sampo-Olesi-Linie. Unten ist so ein PEX-Auge und Sie sehen die Pigmentierung des Trabekelmaschenwerks. Oder Sie können es letztendlich auch dann, so wie wir es gewohnt sind, zum Beispiel von der Sehnervendarstellung mit superior-nasal, inferior-temporal als lineare Darstellung bekommen. Und noch einmal, weil es einfach... Ach, die haben das nicht. Das ist immer, wenn man online hochlädt, dann meinen die, sie müssen mir helfen. Ja, das ist die Ebene, die Sie wollen, nicht? Diese scharfe Ebene wollen Sie haben und das können Sie raussuchen, das können Sie für jede 16 Positionen raussuchen. Wie gesagt, wenn Sie einfach ein Foto machen, dann passiert es Ihnen, mir passiert das auch, weil ich das gar nicht gucken kann. Ich gucke auf den Bildschirm, ich gucke natürlich nicht in das Gonioskop, dann gucke ich daher, ich gucke, ob das scharf ist, aber die Auflösung ist gar nicht so gut, dass ich das tatsächlich fantastisch sehen kann und dann sind Sie hinterher enttäuscht, wenn es einfach nicht scharf ist. Und nochmal, Sie müssen natürlich die Leitstrukturen identifizieren. Das heißt, hier ist Sklerotsporn, hier ist die schwalbische Linie. Und dazwischen, wie gesagt, das vordere, hintere Trabekelmaschenwerk. Und nochmal ein anderes Beispiel. Ich dachte, ich muss es da selber durchklicken. Das sollte eigentlich alles automatisch gehen. Da haben wir die Ebene, die wir wollen. ITCs, iridotrabekuläre Kontakte, die fortschreitend sein können und dann letztendlich aus einem, wenn Sie wollen, drohenden Winkelblock, einen Winkelblock machen können und dann letztendlich einen Winkelblock-Glaukom machen können, überlegen Sie mal, dass Sie das alles dokumentieren. Sie schreiben also auf, zipflige Synergie bei 1 Uhr, bei 12 Uhr, bei 3 Uhr. Ja? Und es bleibt dann immer hinterher die Unwirksamkeit, habe ich das denn wirklich gut notiert oder hat mein Kollege, meine Kollegin das alles wirklich 360 Grad dokumentiert oder ist da ein Fortschreiten dieser Synergierung zum Beispiel? Was dann nämlich natürlich spätestens dann sie veranlasst, eine entsprechende adäquate Therapie durchzuführen. Und das ist letztendlich auch ein wesentlicher Aspekt für oder Vorteil und wirklich eine tolle Neuerung dieser Kammerwinkelaufnahme. Denn was muss ich dokumentieren, wenn ich gonioskopiere? Wie offen ist der Kammerwinkel? Das heißt, die Konfiguration, welches Verfahren wählen Sie? Wählen Sie Schaffer, wählen Sie Spaeth? Sehr komplex mit Öffnung im Winkelbereich mit tief ansetzender Iris oder nehmen Sie jetzt ganz einfach als ohne Gonioskopie, eigentlich darf ich das gar nicht da herschreiben, weil Van Herrick ja keine Gonioskopie ist, sondern es ist die Abschätzung der peripheren Vorderkammertiefe mit dem schmalen Spalt, mit der Spaltlampe, sehr hilfreich vor der Gonioskopie. Dann was habe ich für anatomische, pathologische Strukturen? Irisprozesse, Pigmentierung, Gefäße, Embryotoxin posterius zum Beispiel als Hinweis für eine Neurokrestopathie, Blutansammlung. Und dann machen Sie einen Kommentar und Sie müssen eine Diagnose machen. Wir hatten in Erlangen, wo ich ja die Augenerkunde bei Professor Naumann lernen durfte, diese Erlanger Augenblätter, was wirklich damals eine fantastische systematische Dokumentation der Befunde war. Und wir mussten dann immer gonioskopieren. Die Patienten waren natürlich immer entsetzt, wenn dann letztendlich am Tag dreimal gonioskopiert wurde. Ja, der Assistenzarzt, dann kam der Facharzt, am Abend kam der Jonas, um 10 Uhr abends, nicht? Im dritten Kontaktglas für die Abnahme des Patienten. Dann können Sie hier aufschreiben, Schaffer 4, also das heißt also, Sie sehen die Iriswurzel oder aber Sie haben einen verschlossenen Kammerwinkel in den 4 Quadranten oder Sie schreiben die Pathologie auf, letztendlich zum Beispiel mit den vorderen Synechien, Peripheral Anterior Synechia oder die Rezession oder zum Beispiel die Iridektomie. Das ist schon sehr gut, gar keine Frage, aber das ist auch aufwendig. Das müssen Sie machen. Sie müssen so ein Blatt haben oder Sie haben eine elektronische Krankenakte und Sie können das in der Krankenakte einzeichnen. So bietet letztendlich das GS1 die Möglichkeit,
erstmal die richtige Fokusebene in den jeweiligen Sektoren zu suchen. Nicht? Sie gehen, das ist ganz einfach, und dann klicken Sie drauf und dann haben Sie für jede Position die entsprechende Fokusebene ausgesucht. Und Sie können letztendlich hinterher in der Darstellung der Übersicht entweder, wie gesagt, in die Ringdarstellung gehen oder Sie gehen in die lineare Darstellung. Sie merken schon, ich bin ganz begeistert von diesen verschiedenen Fokusebenen, nicht? Das ist, weil das wirklich so, so fein ist, dass Sie tatsächlich am Ende ein brauchbares Bild haben. Und der Vorteil ist, und das ist nicht zu unterschätzen, Sie können dann, wenn Sie das aufgenommen haben, beziehungsweise da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, Sie haben es aufnehmen lassen, können Sie in Ruhe den Kammerwinkel anschauen. Ja? Sie müssen ja, wenn Sie gonioskopieren, beim Gonioskopieren schauen, identifizieren und eine Diagnose stellen und das dann nach Absetzen des Glases aufschreiben. Ja? Sie können hier in Ruhe sich hinsetzen, wann auch immer, direkt nach dem Patienten oder auch am Abend, und können letztendlich sich den Kammerwinkel anschauen und dann noch einmal dokumentieren, was Sie dort sehen. Und Sie können dieses Bild auch einem Kollegen zum Beispiel zeigen oder einer Kollegin zeigen und sagt, guck das mal an, ich schicke dir mal ein Bild, so wie wir es mit den OCT-Bildern von der Netzhaut ja machen. Ja, ich meine, ich kriege ja dauernd irgendwelche Bilder geschickt und dann soll ich da drauf gucken, soll meine Meinung dazu äußern. Das können Sie im Kammerwinkel jetzt auch machen. Das ging vorher nicht. Sie brauchten immer den Patienten oder wenigstens das Auge des Patienten, um letztendlich den Kammerwinkel anzuschauen. Und Sie können die Untersuchung delegieren, und jetzt, ja, ich weiß nicht, ob wir den Ton haben. Wie gesagt, wir haben das initial ganz am Anfang in der Praxis Tobi Neuhan, wo ich auch. Also toll ist, dass man hier innerhalb von wenigen Sekunden Aufnahmen von, also 360-Grad-Aufnahmen vom Kammerwinkel machen kann, in 16 Positionen und 17 verschiedene Fokusebenen, und das Ganze ohne Druck auf die Hornhaut. Man macht also wirklich hier auf das Kontaktglas manchmal ein Gel und das berührt dann die Hornhaut, mehr nicht. Gut, wichtig ist halt die Mitarbeit vom Patient, dass der schön ruhig hält, auf das gute Licht fokussiert, und gut ist halt, wenn er auch große Augen hat, klar. Man muss halt am Anfang ein bisschen vom Gefühl her so reinkriegen, man muss das Auge aufhalten, dann zugleich schauen, einmal von oben, dass man schön mittig ist, von der Seite schauen, dann fährt man ein bisschen näher ran, bis das Gel die Hornhaut eben berührt. Und da muss man das Bild noch im Blick behalten, dass man da nochmal die Feinjustierung macht. Und das ganze Zusammenspiel ist halt am Anfang ein bisschen schwierig, gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten, wenn es klappt, die Einstellung, dann geht es innerhalb von ein paar Sekunden. Das war die Frau Wolf, die das also initial dort gemacht hat. Das ging also wirklich zügig. Die hat das paar Mal probiert und hat das dann sehr schnell gekonnt. Es gibt sicherlich Unterschiede, aber es ist tatsächlich gut delegierbar. Das ist einfach Tatsache. Und Tatsache ist sicherlich auch, dass es nicht bei jedem Patienten geht. Nicht so wie auch das NCT nicht bei jedem Patienten geht, so geht eben auch diese Untersuchung nicht bei jedem Patienten. Kneifender Patient, enge Lidspalte, ganz tief liegendes Auge und so weiter und so fort. Da müssen Sie einfach dann sagen, okay, jetzt habe ich kein GS1-Bild, sondern ich muss tatsächlich jetzt nur noch gonioskopieren. Dann kommen wir jetzt noch zum zweiten Teil, nämlich zu einem therapeutischen Aspekt nochmal, nämlich der SLT, die ja, wie Sie wissen, eine inzwischen durch die Leitstudie zu einer First-Line-Therapie auch geworden ist. Und ich darf an dieser Stelle, weil ich das wirklich so für wichtig erachte, nochmal darauf hinweisen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es im Vortrag drin habe, sonst verdopple ich mich gleich. Aber ich sage es jetzt schon, es gibt ja vom OLG Hamm von 2016 das Gerichtsurteil, dass wenn man eine Indikation zur Drucksenkung stellt, man den Patienten darauf hinweisen muss, dass es mit Augentropfen, also medikamentös geht, und dass es operativ geht. Operativ bedeutet entweder Laser oder inzisional. Und wenn Sie das nicht tun, dann ist das ein grober Behandlungsfehler. Grober Behandlungsfehler. Also kein Behandlungsfehler, sondern ein grober Behandlungsfehler. Das ist meines Erachtens ganz wichtig. Wir müssen initial die Patienten darüber aufklären, dass die Möglichkeiten bestehen. Und der Patient muss dann in Abhängigkeit von der Güte unserer Aufklärung, vielleicht auch von unserer eigenen Präferenz, dann natürlich die Entscheidung treffen, was er letztendlich als Therapie als erstes haben möchte. Wer kann jetzt also von der selektiven Lasertrabekuloplastik profitieren? Primäres Offenwinkelglaukom, sekundäres Offenwinkelglaukom bei Pseudoexfoliationssyndrom und primärem Melaninspersonssyndrom. Patienten, die eine Augentropfenunverträglichkeit haben, wo ich also letztendlich eine Tropfen
die Tropfenapplikation reduzieren möchte und natürlich in dem Zusammenhang dann auch Patienten, die eine schlechte Therapieadhärenz haben. Ich wäre zum Beispiel persönlich sehr wahrscheinlich ein hervorragender Patient für die SLT, weil ich einfach ein schlechter Patient bin. Also ich würde nicht tropfen, nicht? Also das wäre ja schrecklich, jeden Tag, jeden Morgen, Abend, mittags, rechts anders als links. Wir müssen uns das mal klar machen, was wir teilweise da den Patienten abverlangen, nicht mit unseren Therapieempfehlungen. Und alle Patienten haben und bekommen eine chronische Blepharokonjunktivitis, eine Malbunddrüsendysfunktion, egal ob mit oder ohne Benzalkoniumchlorid. Es ist nur mit Benzalkoniumchlorid häufig stärker ausgeprägt. Rechts trabekulektomiert, links unter Zweifachtherapie. Sie sehen diesen gravierenden Unterschied zwischen dem rechten und linken Auge. Und wenn Sie dann letztendlich die Tropfen absetzen, das Auge wieder weiß. Das ist das von mir erwähnte OLG-HAM-Urteil von 15.01.2016 mit dem entsprechenden Aktenzeichen 26U48-14. Unterbleibt die Indikationsstellung zur Operation, kann das als grober Behandlungsfehler zu bewerten sein. Also kann, es ist also nicht automatisch ist, aber kann. Das heißt, Sie sind tatsächlich dann sehr nah an der Schmerzgrenze, wenn Sie das nicht tun. Wie wirkt die Selektive? Sie wirkt eine selektive Zerstörung der pigmentierten Trabekelmaschenwerkszellen. Es ist aber kein thermischer, und Zerstörung ist eigentlich nicht ganz das exakt gute Wort, sondern es ist eine Modifizierung der Ultrastruktur. Es wirkt auch im nicht pigmentierten Kammerwinkel durchaus, aber im pigmentierten Kammerwinkel wirkt es besser. Es ist wiederholbar und die Drucksenkung, sagt man, ist ungefähr 20-30% bei einer 360-Grad-Behandlung. Aber es gibt auch sogenannte Non-Responder, das bedeutet, nicht jeder Patient reagiert mit einer Drucksenkung und die Non-Responder-Rate wird mit ungefähr 15-20% angegeben. Hier nochmal ein bisschen illustriert. Die Gewebsreaktion, dann die Aktivierung der Zytokine, die letztendlich dann zu einer, zu einem ultrastrukturellen Umbau der Trabekelmaschenwerkszellen führt und damit dann zu einer erhöhten Fazilität des Trabekelmaschenwerks. Die Technik ist prinzipiell relativ einfach, denn Sie müssen sich gar nicht so viele Gedanken machen. Sie haben eine fixe Fleckgröße von 400 Nanometer, wesentlich kleiner also als bei der 50 μ Größe, als bei der ALT. Die Dauer sind 3 Nanosekunden. Also sehr, sehr kurz und das ist auch nicht einstellbar, das ist fix, das gibt das Gerät vor. Und die Energie ist das letztendlich das Einzige, was Sie einstellen können, zwischen 0,5 und 1,4 Millijoule. Und Sie machen die Stärke der Energie davon abhängig, wie die Kavitationsblasen auftreten. Das heißt also, wenn Sie eine sehr hohe Energie wählen, dann sehen Sie so kleine Luftbläschen, also diese Kavitationsbläschen, die dort aufsteigen. Und das sollte ungefähr bei jedem zweiten Schuss erfolgen. Also Sie sollten das nicht bei jedem Schuss haben, den Sie ausführen, dann ist die Energie ein bisschen zu hoch, sondern Sie sollten es ungefähr bei jedem zweiten haben. Sie müssen also im Prinzip anfangen und dann müssen Sie kontrollieren und schauen, wie sieht das aus. Und bekommen Sie kein Kavitationsbläschen, dann drehen Sie gleich schon die Energie ein bisschen höher. Sie fangen beim nicht pigmentierten Kammerwinkel vielleicht um die 0,8 bis 1 Millijoule an. Wenn Sie einen stark pigmentierten Kammerwinkel haben, können Sie mit einer niedrigeren Energie anfangen, weil dort eben einfach die Umsetzung wesentlich stärker ausgeprägt ist. Sie können 180 Grad lasern. Ich denke, das machen auch die meisten. Ich darf mal fragen, wer macht SLT? Ja, also nicht ganz so viele. Sie können letztendlich erstmal 180 Grad lasern. Das machen eigentlich die meisten, so wie ich das jetzt auch einfach aus dem Umfeld erfahre. Und ich selber mache es auch so. Und können dann in einer zweiten Sitzung auf 360 Grad komplettieren. Sie können aber auch natürlich in einer Sitzung 360 Grad machen, wenn der Patient zum Beispiel gar nicht kommen kann und der will auch nicht wiederkommen, sondern das in einem Aufwasch haben, dann machen Sie 100 Herde bis 110 Herde über 360 Grad oder aber eben 50 Herde auf 180 Grad. Und die sollen nicht überlappen, sondern die sollen letztendlich nebeneinander liegen. Hier nochmal der Kammerwinkel. Sie müssen, und deswegen müssen Sie einfach den Kammerwinkel natürlich kennen. Sie müssen ja wissen, wo Sie dahin gehen sollen. Nicht? Das ist der Skleralsporn hier oben, da ist die schwalbische Linie. Dazwischen sehen Sie hier deutlich pigmentiert den Kammerwinkel und dort sollen Sie hin. Und meines Erachtens ist eben für die SLT nochmal jetzt auch so eine 360-Grad-Aufnahme, wie Sie hier sehen, sehr schön, weil Sie im Prinzip die Aufnahme vor der SLT machen können. Sie können dann danach die Aufnahme machen, wenn Sie interessiert sind, können auch schauen, was gibt es für Veränderungen durch Depigmentierung zum Beispiel oder auch nicht, um dann letztendlich auch im Verlauf eventuell eine
eine Veränderung des Kammerwinkels zu beurteilen. Und hier nochmal Ihre Frage von eben. Sie können hier, ich gehe nochmal eben zurück, Sie können hier entweder alle Fokusebenen oder nur die eine Scharffokusebene hineinnehmen. Und dann sehen Sie, es ist kein sehr großer Unterschied, aber Sie können letztendlich dort auch schon in dem 360-Grad-View das unterscheiden. Wir haben zurzeit den SLT-Laser von Oculus zur Verfügung. Nicht? Wir haben eigentlich von Haus aus einen anderen, aber wir haben gerade den. Und ich muss sagen, dass der ein paar ganz, ganz interessante Aspekte hat. Sie sehen links nämlich von Nidec den Fokusstrahl und rechts letztendlich den ich auch gewohnt bin. Der ist nämlich total unscharf. Und das stört eigentlich nicht, weil er so groß ist, dass Sie eigentlich immer irgendwo im Kammerwinkel sind, wenn Sie SLT machen. Also für die SLT selber ist das jetzt nicht aus meiner Hand gravierend, aber es ist trotzdem schöner, wenn das, was scharf sein soll, auch scharf ist. Nicht? Das muss ich ganz klar sagen. Und das ist mit diesem Laserstrahl gegeben. Und das Zweite ist, darüber habe ich mir zum Beispiel früher nie Gedanken gemacht und ich habe jetzt auch keinen klinischen Eindruck. Ich habe nämlich noch nie zum Beispiel nach SLT ein Hornhautödem gehabt. Aber wenn wir das mal einfach bis zu Ende durchdeklinieren, wir haben nämlich einen größeren Kegelwinkel, das heißt, wir haben eine wesentlich niedrigere Energie in der Hornhaut mit dem Nidec-Laser im Vergleich zu den anderen Lasern. Was wirklich interessant ist, dass Sie eine Navigation haben. Sie haben also parallel mit der Laserbehandlung die Möglichkeit, die einzelnen Sektoren abzufahren, dass Sie tatsächlich auch wirklich kalkulieren können. 50 Herde auf 180 Grad bedeutet 25 Herde auf 3 Stunden, bedeutet also ungefähr, wenn ich es richtig rechne, 8 Herde pro Stunde. Und das wollen Sie auch schön machen. Und das können Sie letztendlich hier mit diesem Navigationssystem machen. Das ist jetzt im SLT-Modus das Display. Und Sie sehen hier, was Sie alles einstellen. Die Zielstrahlhelligkeit müssen Sie einstellen. Die können Sie rauf und runter regulieren und dann letztendlich die Energie. Und rechts sehen Sie, können Sie hier jetzt endlich Ihre Vorgehensweise bestimmen. Das heißt, Sie können überlegen, wo will ich starten? Will ich im Prinzip die untere Zirkumferenz im Uhrzeigersinn? Das macht ja jeder ein bisschen anders. Und so können Sie das letztendlich am Gerät dann einstellen und planen. Das heißt, Sie müssen, wenn es ein kombinierter Laser ist, vom JAK auf den SLT-Modus umstellen. Sie wählen die Behandlungszone und Sie fangen letztendlich mit der Laserbehandlung an und müssen dann letztendlich natürlich während der Laserbehandlung entsprechend der Kavitationsbläschen die Energie nachstellen. Hier einmal ein noch nicht so richtig gutes Video, hoffen wir nicht, aber wir werden sicherlich noch besser. Ich selber habe noch nie ein SLT-Video gesehen. Wir wollen mal versuchen, durch Wegnahme des Filters dann auch den Laserstrahl sichtbar zu machen. Jetzt ist es hier sehr hell, deswegen sehen Sie jetzt nicht die Kavitationsbläschen, die dort eigentlich immer wieder kommen. Man kann es leider jetzt nicht so richtig schön sehen, aber Sie sehen einfach, so kann oder sollte das letztendlich aussehen. Und ich hoffe mal, dass wir vielleicht bei der nächsten ARD schon wesentlich bessere Qualität eines Videos haben, dass man einfach mal sieht, wie das geht. Das ist ja wie mit der JAK-Kapselotomie. Darüber redet ja auch keiner. Jeder macht sie, aber keiner redet drüber. Nicht? Und wir könnten also trefflich eine Stunde lang über die Qualität und über die Technik der JAK-Kapselotomie sprechen, die ja letztendlich ein absolutes Standardverfahren ist. Nicht? Und man kann viel, viel richtig und viel falsch machen. Take-Home-Bits. Nochmal, die Gonioskopie ist im GKV nicht abrechenbar. Also Sie können nach der GOE die Gonioskopie abrechnen. Das ist hier einfach mal dargestellt mit den Ziffern entsprechend, auch mit einem eventuell Steigerungssatz, sodass Sie also letztendlich, wenn Sie diese Untersuchung durchführen oder durchführen lassen, tatsächlich auch das als IGEL-Leistung und mit GOE-Rechnung anbieten können. Ist aus meiner Sicht vollkommen gerechtfertigt, weil es einfach nochmal eine andere Qualität der Darstellung ist. Das ist ähnlich wie mit dem IOL-Master und der Ultraschallbiometrie. Natürlich kann ich die Biometrie dem Ultraschall machen und ich bekomme auch Ergebnisse und kriege auch eine Linse rein ins Auge. Aber ich glaube, wenn wir besser werden können, dann sollten wir einfach besser werden. Weitere Argumente für uns jetzt ist die Dokumentation. Ich hatte schon darauf hingewiesen, ist die Zeitersparnis und ist der Komfort. Bezüglich der Dokumentation, wir haben wirklich über 360 Grad den Kammerwinkel in einem Blick. Wir können die Konfiguration auf einen Blick anschauen. Wir können tatsächlich schauen, ist das hier ein enger Kammerwinkel? Habe ich einen Patienten zum Beispiel mit einem Drohnenwinkelblock? Habe ich vielleicht einen Patienten mit ITCs, die letztendlich dann, wenn sie über 180 Grad betragen, eine Therapie erfordern? Ich habe eine einfache Dokumentation prä- und postoperativ. Das kann auch medikolegale forensische Gründe
haben oder es sind tatsächlich aus den Gründen sinnvoll, eine gute Dokumentation zu machen, so wie sie es ja auch bei einer Blepharoplastik machen. Sie machen nicht einfach da ein Stückchen Haut raus, sondern sie machen vorher eine Fotodokumentation und danach, um letztendlich bei eventuellen Wünschen des Patienten über eine weitergehende Verbesserung tatsächlich dann mit dem Patienten das auch zu diskutieren und ihm das zu zeigen. Und Sie können, und das ist, finde ich, wichtig, eine nachträgliche Beurteilung machen. Nicht? Im klinischen Alltag sind Sie schnell und am Ende denken Sie, wie war das denn jetzt bei dem Jünemann? Hatte der jetzt da noch was oder hatte der da nichts? Und dann können Sie einfach nochmal sich das Bild aufrufen, den gesamten Kammerwinkel aufrufen und Sie können ihn anschauen. Nochmal, das wäre, können Sie schon beurteilen, aber es ist halt nicht richtig gut und dann machen Sie noch eine Aufnahme mit Ihrer Kamera und dann haben Sie die scharfe Ebene und das passiert Ihnen eben mit diesem GS1 nicht. Und ein weiterer Aspekt ist auch außerhalb der Glaukomerkrankung. Nicht? Nehmen Sie zum Beispiel diesen Patienten mit Rubiosis. Ja, und Sie sehen schon, hier passiert total viel. Der hat nicht nur Rubiosis, sondern der hat tatsächlich schon durch das fibrovaskuläre Gewebe schon eine vordere Synechierung und eine Synechierung des Kammerwinkels mit einem Winkelblock. Und das schreitet fort. Und jetzt ist die Frage, ist meine Therapie suffizient oder nicht? Nicht habe ich also meinetwegen Diabetiker oder nach Zentralvenenverschluss die retinale Hypoxie behandelt mit retinalem Laser, eventuell mit peripherer Exokryokoagulation, Zyklokryokoagulation bei hohem Druck und Bevacizumab-Eingabe in die Vorderkammer. Reicht das aus? Dafür brauche ich den Verlauf. Und dann mit dem Kontaktglas jedes Mal 360 Grad anschauen und genau zu dokumentieren. Das ist so ähnlich, Frau Kuppig, wie ich eben sagte, mit dem OCT. Ich kann natürlich die Papille anschauen, kann aufschreiben, Randsaum vermindert und da ist eine Kerbe. Aber ich habe keine Qualität der Verlaufskontrolle. Ich habe sie einfach nicht. Und damit hätte ich das zum Beispiel, dass ich dann sage, oh, da geht ja immer noch große Aktivität. Das ist hier natürlich vollkommen klar, das sieht man ja. Aber wenn die Rubiosis nicht so ganz, ganz prominent mehr ist, kann trotzdem sein, dass es immer noch aktiv ist. Und dann müssen Sie einfach nochmal vielleicht Bevacizumab eingeben, vielleicht noch ergänzende Laser- oder Kryobehandlung oder Anti-VEGF-intravitriale Therapie machen. Beurteilung und Meinung unterschiedlicher Augenärzte. Unabhängig von der Anwesenheit des Patienten, die Objektivierung des Befundes, also Sie brauchen keine manuellen Skizzen mehr, Sie haben tatsächlich einfach das Bild und müssen in Anführungsstrichen nur noch Ihren Kommentar und Ihre Diagnose beifügen. Und ich finde, es ist ein unheimlich schönes Tool auch für die Fortbildung und die Lehre. Das heißt, Sie können tatsächlich hier dokumentieren, Sie können Kammerwinkelbefunde besprechen, Sie können natürlich das dann auch kombinieren nochmal mit der Gonioskopie. Das ist, denke ich, einfach ein Fortschritt auch für den Kammerwinkel. Patienteninformationen, denken Sie daran, Sie hatten es auch schon erwähnt, nicht, wenn ich dem Patienten Bilder zeigen kann, dann habe ich einfach ein wesentlich besseres Verständnis. Wir hatten es gestern bei uns auch schon im Symposium, ich kann das bessere Verständnis für die Maßnahmen, die wir empfehlen, beim Patienten wecken. Und dann hat es, wie ich schon erwähnte, medikolegale Aspekte. Ja, ich bin persönlich Lutz der Meinung, es ist delegierbar und es ist auch wirklich einfach zu bedienen, aber wie gesagt, es geht nicht bei jedem Patienten. Das muss man ganz klar wissen. Nicht? Das ist also ist nicht so, ja wunderbar, das mache ich und dann kann ich meine Gonioprismen wegwerfen und brauche das nicht mehr. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Das ist auch uns allen vollkommen klar. Nicht? Aber es ist eine vorgeschaltete Diagnostik, die wir machen können. Patientenkomfort, tatsächlich auch kein Druck auf die Hornhaut über das Fluid Bridging. Wie gesagt, unterschiedliche Beurteilungen durch verschiedene Ärzte, Zeitersparnis für uns, eine geringere Belastung für den Patienten und auch eine geringere Belastung, weil ich nicht mehr so viele nachfolgende Untersuchungen brauche. Also, ich fasse noch einmal kurz zusammen. Ist eine Arzt- oder kann eine arztunabhängige Untersuchung sein? Wir kriegen die 360-Grad-Panoramaaufnahme. Wir haben die Integrierung in die elektronische Krankenakte. Wir haben eine Kammerwinkelbefundung unabhängig von dem Patienten. Wir können dann in Ruhe die Therapie planen. Wir können nochmal drüber nachdenken. Ja, was will ich denn machen? Und kann dann mit dem Patienten das besprechen. Meines Erachtens ganz wichtig, eine postoperative Verlaufskontrolle ist einfach und sinnvoll. Dann aus meiner Sicht gerade eben für die Frage, wie effektiv sind chirurgische Maßnahmen im Kammerwinkel, ist es aus meiner Sicht etwas, was ich in Studien letztendlich eventuell auch als Diagnostik mit einbaue, um tatsächlich eine objektive, wie in einem Reading Center, nicht? So, wir haben es für die Netzhaut, wir haben es für das alles. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das auch für den Kammerwinkel durchzuführen. Und wie gesagt, ein Tool für Ausbildung und Lehre. Und wie gesagt, damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Erfahrungen vererben sich nicht, jeder muss sie selber machen. Also Sie sollten auch dann, wenn Sie es dann haben und es dann delegieren, sollten Sie auf alle Fälle
die Untersuchung selber gemacht haben. Frau Naumann hat früher uns alle durch die gesamte Diagnostik, die ja Gott sei Dank, als ich anfing, noch nicht so ausgeprägt war. Wir haben noch mit dem Grieshaber Biometrie gemacht, aber wir mussten dann ERG über uns ergehen lassen, wir mussten Perimetrie machen, wir mussten das alles nicht-invasive auch selber erleben, damit wir wissen, was wir dem Patienten eigentlich zumuten. Und damit nochmal danke für die Aufmerksamkeit.